Ein herzliches Willkommen auch im Namen der Firma Ecolab hier in der Halle A4 208, Thema Hygiene. Herzlich willkommen, Peter Schaaf. Wer ihn nicht kennt, er ist Trainer, er ist Autor, er ist Coacher, er ist ein Gewürzexperte und er hat Catering betrieben, unter anderem für ganz tolle Veranstaltungen wie, wir kennen es alle, den Bambi, die Berlinade oder die Goldene Kamera. Was ich heute tue, ist, Küche zu schulen, Betriebe zu schulen, dass die Aromen nicht mehr in der Abzugshaube landen, sondern im Mund des Gastes. Weil diese Inhaltsstoffe und Wirkstoffe sind letztendlich Medizin und Gesundheit. Alles, was ich schneide, ist an Aromen nicht mehr drin. Es bringt uns gar nichts, wenn die Küche gut riecht und die Wirkstoffe nicht mehr im Essen drin sind. Ein Messer ist grundsätzlich nur dafür da, mundgerecht zu schneiden. Und sonst gar nichts. Gesundheit ist natürlich unser höchstes Gut, was wir haben. Und das Thema Hygiene spielt doch schon eine entscheidende Rolle. Hygiene muss richtig dosiert werden. Wie ich vor über 30 Jahren angefangen habe mit dem Thema Hygiene, da hat man doch wirklich vom Boden bis zum Dachboden, vom Keller, in den Einstationen alles desinfiziert, gerade in Krankenhäusern. Da geht man heute zum Glück weg davon. Also gezielt richtig ansetzen, wie deine Gewürze. Ich sag mal, wenn du heute in eine Spitzengastronomie reingehst und dann erwarte ich, dass man aus dem Waschbecken essen kann. Es ist nicht der Einsatz von Chemie, sondern wirklich auch die sachgerechte Beratung in dem Umgang mit der Chemie, mit der Hygiene. Man geht zum Waschbecken, öffnet den Wasserhahn, Seife auf die Hand. Wie lange dauert der Prozess? Was glaubst du? Ich sag's jetzt mal gefühlt zwischen 2 und 5 Sekunden. Die Hände müssen sauber sein, dann muss es weitergehen. Da spielt jetzt dein Thema erstmal nicht, aber man geht davon aus, dass es so funktioniert. Jetzt wasche ich mir die Hände 3 bis 5 Sekunden, aber wieder unter uns. Was glaubst du, was der E. coli denkt, wenn du dir 3 Sekunden die Hände waschst? Ich sag's ja, könnte schlimmer kommen, sah nach Regen aus. Auswahl deiner Gewürze, was ist für dich da so ein ganz entscheidendes Kriterium? Was ich bei meiner Küche sehe, ist, ich bin spezialisiert auf Aromen und auf Wirkstoffe. Das bedeutet, der Fisch hat keine Herkunft kulinarisch, rein kulinarisch. Das Fleisch auch nicht, das Huhn auch nicht. Das heißt, du steuerst alles mit den Aromen. Wie bei dir die Aromen so wichtig sind, ist für uns der Einsatz der richtigen Chemie wichtig. Dieses Thema Hygiene oder dieses Thema Gefühl für Hygiene, auch mit jungen Menschen und vielen Leuten, die wir heute als Seiteneinsteiger in der Küche haben, dieses Thema einfach rüberzubringen, ist genauso wichtig, wie jetzt am Herd zu stehen oder in der Küche. Also wir müssen ja heute beweisen, dass an dem Lebensmittel nichts war. Wir wollen euch oder gerade besonders dir oder allen anderen, unseren Kunden, den Rücken frei halten, um die Hygieneprozesse kümmern. Okay. An dieser Stelle vielen Dank für Ihre Zeit, Ihre Aufmerksamkeit und ich sage einfach, bis demnächst in diesem Theater. Dankeschön.